Was geht, Leute, und willkommen zu Tag 1 vom Lockdown-Trainingslager. Und was es damit auf sich hat, das werde ich euch jetzt zeigen. Tag 1 heute von insgesamt 30 Tagen, die ich mit dem Training voll durchziehen werde, auch ohne Fußballplatz. Und ihr könnt genauso mitmachen. Viele von euch haben wahrscheinlich dasselbe Problem. Vielleicht ist die Motivation auch nicht so groß. Umso besser dann erst recht mitmachen, denn ich werde jeden Tag meine Einheiten hier auf YouTube hochladen von diesem 30-Tage-Plan, den ich komplett durchziehen werde. Das heißt, ihr könnt den genauso mittrainieren und es wird auch ab und zu so ein paar Vergleichs-Challenges geben, wo ihr meine Zeiten zum Beispiel schlagen könnt. Deswegen macht auf jeden Fall mit, zieht ordentlich durch. Und heute Tag 1, was braucht ihr? Ihr braucht einen Fußball, selbstverständlich. Also heute viel mit Balltechnik, aber auch Kraft mit dabei, also beides so in Kombi. Und einen Partner braucht ihr auf jeden Fall auch und ein bisschen Platz, also ja, irgendeine Wiese oder so reicht auf jeden Fall. Ja, irgendwas zum Markieren noch und eine Matte. Also wenn ihr das habt, schnappt euch den Partner, geht raus und zieht die Einheit durch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein mit Tag 1 und das hat auf jeden Fall ordentlich was in sich, das Training heute. Let's go und ich hoffe, viele von euch machen mit. Einfach, ihr haltet zusammen hoch. Erster Kontakt muss immer mit der Brust sein und wenn ihr abgespielt habt, lauft ihr einfach einmal um euer Hütchen, da ist eins, da ist eins. Versucht so viele Kontakte nacheinander wie möglich hinzubekommen. Okay, nächste Übung, immer noch ein bisschen zum Warmmachen, heißt nicht volles Tempo. Ihr lauft immer einmal zum rechten Hütchen berühren, dann wieder in der Mitte und habt verschiedene Vorgaben. Am Anfang einfach mit einem Fuß zurückspielen, einen Kontakt, dem anderen wieder in die Hände und ja, dann kommt noch groß, zwei Kontakte, sowas dazu. Guckt einfach zu, macht eure eigenen Vorgaben. Jetzt hoch. Immer 8 pro Seite. Ein Kontakt, ja, und du wirfst mich irgendwie an. Okay. Im Notfall 2 Kontakte. Kommt 2 noch. Okay, sorry, halt da noch eins. Ein Bein, landet und macht wieder technische Vorgaben. Heißt, erste Runde mit einem Kontakt zurückspielen. Auch besser jetzt. Dieses mit 2 Kontakten. Ja. Nein. Oh, Junge! Ja. Also Burpee Time, 5 Burpees, insgesamt 3x5, erste Runde mit Kopf, also beim Sprung Kopfball, okay. Ja. Genau. Thank you.
Ein. Okay. Sieh. Zwei. Stark. Drei. Gut. Ein. Stark. Vier. Gut. Jetzt da. Zwei. Stark. Ja. Stark. Alles gut. Boah. Ah, kann er fast. Okay, jetzt Spezialübung von Lukas Football, habe ich mir selbst ausgedacht. Und zwar macht ihr Stabis dadurch ein bisschen spannender. Ich meine, ihr kennt Unterarmstütz und dann so halten, hochnehmen. Jetzt machen wir es so, Partner steht gegenüber mit Ball und ihr müsst immer den Ball entweder mit dem Fuß zurückspielen oder mit der Hand zurückspielen. Ihr wisst aber nicht, wo er hinwirft. Und davon einfach so viele, bis ihr sagt, geht nicht mehr. Zwei Runden pro Person, pro Seite, also insgesamt viermal pro Person. Stark. Gut. Gut. Ich war ein Witz. Komm, diese Kuppeldinger. Ja. Ein, zwei noch, komm. Geht noch. Aktion? Ja. Beine wirklich durchgestreckt, ja. Und du wirfst mir den Ball immer auf rechts oder auf links. Ja, gut. Links. Gut. Nein. Langsam wird's anstrengend. Junge! Die Spannung. Nächste Übung, ihr macht Squats, also Kniebeugen und so langsam wie es geht, an jedem Punkt auch langsam sein, stabil sein. Euer Partner wirft euch ab und zu den Ball auf den Kopf, Kopfball zurück, egal in welcher Lage ihr gerade seid. Einfach mal ausprobieren. Pro Runde versucht um die 5 zu machen und jeder insgesamt 3 Runden. So, nächste Übung. Ich hoffe, ihr habt euch einen guten, gleichwertigen Trainingspartner gesucht, weil jetzt geht es darum, wer als erstes sagt, er kann nicht mehr, hat verloren. Und zwar haltet ihr hoch. Wir haben hier so perfekt so eine Linie und das ist auch die Linie, hier ist mein Feld, da ist sein Feld. Nach jedem Pass ein Burpee, fällt der Ball runter, 3 Burpees, bis jemand halt sagt, er kann nicht mehr. Ja, let's go. Ich hab keinen Bock mehr. Kann ich mehr.
Aber auch scheiße gespielt. So, folgende Übung. Ihr startet beim blauen Hütchen, seid in der Richtung, kriegt vom Partner ein paar Bälle zugespielt, 1 bis 4 Kontakte und nach dem Abspiel sprint zum schwarzen Hütchen zurück und dann gibt es die nächste Kontaktanzahl. Insgesamt machen wir 5 Sprints pro Runde und jeder macht das Ganze 3-mal. Okay. Ein Kontakt. 3. 2. 4. 1. Alter. Letzte Übung für heute. Ich muss sagen, Training war echt anstrengend. Wir haben die Übung, die haben wir eben schon mal gemacht. Jetzt haben wir den Abstand ein bisschen vergrößert. Und halt mit 1000%. So als erste Übung war das eben noch zum Reinkommen. Insgesamt 5 verschiedene Vorgaben. Ein Kontakt mit rechts und links, dann Oberschenkel zurückspielen, Brust zurückspielen, Kopf zurückspielen und dann noch eine freie Runde, wo ihr irgendwie angeworfen werdet. 6 Dinger pro Runde. Ne, machen wir wieder 8. Und genau, immer zum Hütchen mittig Kontakt, zum Hütchen mittig Kontakt. Okay. Willst du anfangen oder soll ich? Ich kann anfangen. Junge! Ja. Das ist toll. Bitte. Ja. Ja. Stark. Nein. Oberschenkel. Gut. Brust. Brust. Gut. 2 noch. Jetzt mit Kopf. Ja, Scheiße, sorry. So Leute, das war die erste Einheit. Tag 1 vom Lockdown-Trainingslager und morgen geht es mit der nächsten Einheit weiter. Morgen braucht ihr auch keinen Partner, kein Material. Und wenn ihr es zum Beispiel jetzt nicht schafft, heute einen Partner aufzutreiben, könnt ihr auch einfach morgen mit dem Ganzen starten. Ich würde mich freuen, wenn viele mitmachen. Falls ihr was macht, schickt mir gerne bei Instagram ein paar Videos davon, ein paar Fotos und ja, haut ordentlich rein. Ich fand es heute schon echt anstrengend, muss ich sagen. Aber geht auf jeden Fall weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.